Schotte hat in Schottland ein Schottenbröckchenland. Darum ist ein jeder Schotte von Kopf bis Fuß ein Mann. Hey! Hinten! Ho! Oh. Minne! Wie seid ihr drauf? Schön, ein Heimspiel. Man sieht es schon an den Klamotten. Ich komme heute als echter Schotte. Und wie man sehr gut an meiner Sprache erkennt, spreche ich sehr gut Schottisch mit hessisch Akzent. Ich spreche frei nach meinem Schnabel. Ich stelle mich vor, ich heiße McBubble. Nun ist bei euch die erste Frage. Was Schötter und den Breckschen trage. Lasst noch etwas Zeit verstreichen, vielleicht werde ich euch ja noch zeigen. Sag mal, haben Sie das auch gelesen? Neulich, ich muss da gerade nochmal, in der Zeitung hat gestanden, in großen Linden auf der Bühne wäre ein Redner, der wäre gestorben. Doch, der ist umgefallen und war tot. Der ist verdurstet. Das könnte heute auch passieren. Ah, guck. Ist das nicht toll? Ja, ist ja toll. Ach so, macht ihr hier frisches Bier. Dankeschön. Zum Wohl. Na, zum Wohl, ihr Schotte Frost. Auf alle unsere Prostata, ja. Ich war nämlich neulich in Frankfurt in einem Lokal, muss ich dir erzählen. War ich in einem Lokal gewesen, habe ich zu dem Wirt gesagt, Herr Wirt, ich hätte gern ein Bier. Hat er mir Bier gezapft, hat er gesagt, 10 Cent. Wo ich das Bier getrunken habe, gesagt, Herr Wirt, ich trinke noch ein Bier. Hat er wieder gesagt, 10 Cent. Habe ich gesagt, Herr Wirt, jetzt trinke ich einen Asbach. Hat er mir einen Asbach eingeschenkt, hat er gesagt, 5 Cent. 5 Cent. Habe ich gesagt, Herr Wett, wie machen Sie dann das? Schottenpreise. Genau. Nee, hat er gesagt. Nicht Schottenpreise. Ich bin gar nicht der Wett. Der Wett ist, ob er bei meiner Frau macht mir die Ehe kaputt, ich mache mir die Wirtschaft kaputt. Da bin ich dann gleich weiter in ein anderes Lokal. Da sitzen zwei Pfarrer in diesem Lokal, geht der eine Pfarrer auf die Herrentoilette runter, er kommt wieder hoch, da lacht das ganze Lokal. Sagt er zu seinem Kollegen, sag mal, Kollege Pfarrer, warum lachen die dann alle über mich? Sagt er, ich weiß nicht, ich gehe auch mal runter auf die Herrentoilette. Der kommt wieder hoch, das ganze Lokal lacht wieder. Jetzt geht er vor zu dem Wirt, sagt er, hören Sie mal, Herr Wirt, wir Pfarrer sind auch nur Menschen. Wir müssen auch mal unseren menschlichen Bedürfnissen nachkommen. Müssen wir mal Rabbelchen machen. Ja, sagt der Wettwisser, Entschuldigung, wir haben doch da unten in der Herrentoilette so nackig Mädchen an die Wand gemalt. Ach, sagt der Pfarrer, ist doch nicht so schlimm. Die hat doch ein Feigeblatt vorne drauf. Ja, sagt der Wett, genau das ist es. Immer, wenn auf der Herrentoilette einer das Feigeblatt hochhebt, geht hier im Lokal das rote Licht an. Meine Frau, ich weiß nicht, die Männer, ihr Männer kennt das ja alle, gell? Wenn die Frauen dann nachts kommen mit ihren Füßen, wenn wir im Bett liegen, gell? Dann kommen die mit ihren kalten Füßen, gell? Also, bist du mal gut drauf, kalte Füße. Pff, ja. Ach, Mäus, ich will mir mal die Füße wärmen. Kommen die dann rüber mit ihren Füßen, gell? Habe ich meiner Frau neulich gesagt, weißt du was, Mäuse, nimm doch einfach von unserem Nachbar ein Huhn, so eine Legehenne und setz dir das auf deine Füße drauf. Und dann hast du nachts tolle, warme Füße. Sieh, das hat meine Frau gemacht. Legehenne, nachts auf die Füße drauf, die ganze Nacht durchgeschlafen. Nichts ist passiert. Am nächsten Morgen habe ich gesagt, Mäuse, wie war's? Sagst du, fantastisch, tolle warme Füße. Jetzt gebe ich ja zu, ich habe auch manchmal kalte Füße. Sieh, da habe ich zu meiner Frau gesagt, gib mir mal die Legehenne. In der nächsten Nacht habe ich mir die Hände drauf gesetzt. Gell? Nächsten Morgen kam meine Frau, sagst du, und Klaus, wie war's? Scheiße, habe ich gesagt. Großer Mist. Warum, hat sie gesagt, warum? Dann sage ich,
Die Hen ist die ganze Nacht rumgewandert. Die konnte sich nicht entscheiden, ob sie sich auf die Eier oder auf die Stangen setzen soll. Mama, guck, Mama, guck, Mama, guck, guck, guck. Unser Kickel hopp schon bitter auf der Gluck, Gluck, Gluck. Mama, guck. Ich könnte ja ganz ohne Frage mein Röckchen etwas kürzer tragen. Man sagt mir nach im Allgemeinen, ich hätte wunderschöne Beine. Doch wir richten uns bescheiden, meist nach den Gegebenheiten. Man muss ja nicht bis zum Erblassen gleich immer alles sehen lassen. Denn jeder weiß doch insgeheim, ein bisschen Fantasie muss sein. Doch ich will euch all zusammen nicht länger auf die Folter spannen. Ich zeig den Männern und den Knaben, was Schotte und ein Röckchen haben. Die Tasche hier. Die Tasche hier ist für den Schnaps. Und unter dem Rock, da haben wir Straps. Danke sehr. Vielen Dank.